27.119 Zuschauer, Rekordkulisse in Dresden in diesem Sachsen-Pokalfinale. Kein Wunder bei diesem Derby Dynamo gegen Aue. Der Vierte der dritten Liga hat den Sechsten zu Gast. Für beide geht es nur um die Ehre. Beide sind gesetzt in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals, weil Dynamo in Liga 3 Platz 4 erreicht hat. Dresden mit dem deutlich besseren Start. Kapitän Stefan Kutschke, Vertrag für ein Jahr verlängert. Das ist Tom Zimmerschied. Mit seinen Dribblings immer gefährlich gegen Kansa. Zimmerschied! Vom Außennetz gestoppt. Hier der Tunnel gegen Kansa. Und da ist Mitspieler Bünning fast noch im Weg. Kurz irritiert Tom Zimmerschied, deswegen nicht der Treffer. Aber Dynamo blieb stärker und Aue spielte härter. Taschi gegen Bünning und dann ging's los. Derby-Stimmung im Habichstadion. Taschi gegen Kutschke. Gleiche Gewichtsklasse bei beiden. Der Schiedsrichter Michael Nether hatte alle Hände voll zu tun. Es endete mit Gelb für beide Spieler. Und dann wurde wieder Fußball gespielt. Boris Taschi mit Wut im Bauch. Boris Taschi für Aue mit der ersten Möglichkeit. Mesenöhler hält, dann war Pause. Letzter Termin als Interimscoach für Heiko Scholz. Pavel Dotschev bleibt natürlich Cheftrainer in Aue, muss und darf die neue Saison vorbereiten. Die zweite Hälfte wieder viel besserer Start von Dresden. Lemmer mit der Flanke, Kopfball Kutschke. Aber der Kapitän zu unpräzise. Stimmung stimmte trotzdem, weil Dresden dran blieb bei schwülen 22 Grad. Wieder der starke Lemmer. Lemmer auf Hauptmann. Hauptmann mit der Riesenmöglichkeit. Er braucht zu lange. Und Ferjani bekommt hier den Unterschenkel noch dazwischen. Eine gute Viertelstunde dann noch zu spielen. Endlich mal wieder was von Aue. Freistoß aussichtsreich, kann man das nennen. Mesenhöhler stellt noch seine Mauer. Stefaniak und Maximilian Thiel, der Eingewechselte, stehen bereit. Der eine kann es mit links, der andere mit rechts. Maximilian Thiel. Super Versuch an den Pfosten. Mesenhöhler wäre aber wohl da gewesen. Das war's mit den ersten 90 Minuten. Es kam der Regen, es kam die Verlängerung und es kam Dynamo Dresden, die das jetzt mehr wollten. Das ist der eingewechselte Menzel und das ist Panagiotis Vlachodimos. 110. Minute, 1:0 im Wolkenbruch. Von Dresden wird aus dem K-Block der Ja-Block. Dynamo Dresden, 10 Minuten vor dem Ende, in Führung. Vlachodimos, einer derer, die den Verein verlassen werden, nutzt hier die Möglichkeit, weil ein Kansa den Ball nicht festmachen kann. Kurz vor dem Ende, Dresden verdient in Führung. Und Dynamo hörte nicht auf, 6 Minuten später. Lemmer, Kammerknecht, kein Abseits. Vlachodimos! 2:0, Vorentscheidung, Entscheidung. Das ist der Pokalsieg vor 27.000 feiernden Fans. Als Wiedergutmachung für die Geisterbahnfahrt in der Rückrunde. Zumindest der Sachsenpokal, denn dann war Schluss. Heiko Scholz an seinem letzten Tag als Interimscoach holt den Sachsenpokal 2024. Dynamo Dresden feiert im eigenen Stadion.